Hallo Freunde, willkommen beim letzten Part von Pokémon Schwarz. Uns steht natürlich der Kampf bevor. Der erneute Kampf gegen die Top 4 und gegen den Champion Lauro. So, bevor wir allerdings erst die Liga betreten werden, sollten wir vielleicht noch die ganzen Sachen ausgeben, die wir haben. Also keine Art Vorbereitung, sondern einfach nur ein bisschen hier was ausgeben. Zum Beispiel haben wir hier noch zwei Sonderbonbon. Die können wir auch noch gleich verschwenden. Ich gebe sie einfach mal Adventi und ja. Beide einfach mal Adventi. Dann setze ich Trikefalo an erste Position, denn Trikefalo werden wir ganz oft verwenden in der Top 4 vor alledem. Alledem das richtige Wort? Ja, war's. Gut, Streifi trägt das Glücksei. Das sollten wir Alduine geben, damit es auch gleichzeitig leveln kann. Denn das ist hier sehr wichtig, dass es hier noch Erfahrungspunkte kriegt bei den Kämpfen in der Top 4. Weil wir haben ja schon gesehen, dass wir gegen Cynthia ein paar Probleme hatten. Zwar nicht hundertprozentig, aber ein paar Probleme waren dabei. Zum Beispiel dieses Kryptok hier war sehr stark. Ja. Die anderen haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Aber wir hatten auch noch Glück bei dem Knackrack. Wir haben Glück gehabt, dass die Saiyajin, also das Saiyajin mit der Eisstrahlattacke Knackrack getroffen hat. Denn sonst wären wir wahrscheinlich die Verlierer des Tages gewesen. Warum speichere ich eigentlich? Das ist eine Gewohnheitssache. Ich tue immer speichern, bevor ich in die Top 4 gehe. Halt immer automatisch. Ist halt bei mir so, ist eine angewohnte Sache. Die habe ich mir schon angewohnt, seit ich Pokémon Gelb gespielt habe vor 10 Jahren. Aber genug gefaselt, es wird ernst. So, wir haben die Auswahl wieder zwischen 4 von denen. Wir können immer auswählen. Letztes Mal haben wir es ja so rum gemacht, diesmal mache ich es andersrum. Und zwar tue ich jetzt den schwersten an erster Stelle. Machen nämlich der schwerste, der mit dem Kampf Pokémon, da hätte ich vielleicht Adventi an erster Stelle vorher schon setzen sollen. Aber gut, machen wir es mal andersrum. Kämpfen wir jetzt gegen Eugen. So, wir gehen jetzt mal darauf. Und diese Plattform bringt uns wieder ans oberste Stockwerk. Wie wir es auch im Part, keine Ahnung, kennen. Okay. Zack, Licht an und let's ready to fight. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du erneut mit mir die Klingen zu kreuzen bereit bist. Ich glaube zutiefst an die Überlegenheit der Pokémon vom Typ Kampf. Auf dieser Welt ist kein Platz für schwache Zauderer. Es obsiegt allein derjenige, welcher von einer starken Überzeugung geleitet wird. Und die Krönung aller Mühen ist letztendlich ein überlegender, ja ein vernichtender Sieg über den Gegner. Junger Trainer, mach dich bereit. Nun gut, Eugen gegen Kevin. Also gegen mich, ne? Okay, ja. Er hat jetzt 6 Pokémon statt 4 und alle auf Level 70, oder? Ja, Level 70. Ach, das trifft ja gut, dass Kappel zuerst kommt. Können wir ganz einfach mit Hitzekolle oder mit Psychokinese killen. Aber ich mach's mit Psychokinese. Ich nutze einfach die Kampfschwäche. Ja, komm. Das ist doch ein Scherz, oder? So, tschüss. Endlich mal ein glatter One-Hit-Kill, den ich auch vorangesagt habe. Waren ja sonst immer nur knapp Überlebenssachen. Aber jetzt ging's auf einmal. Karadonis, ich befürchte eine Steinkante, aber ich muss trotzdem angreifen mit Psychokinese. Genau das habe ich befürchtet. Schafft also endlich es zu überleben? Nein, schafft's nicht mit dem Volltreffer. Kann man das auch schwer überleben? Gut, da muss ich improvisieren, wie immer. Immer improvisieren. Lassen wir mal die Karadonisse gegen Karadonisse kämpfen. Und zwar zufälligerweise dasselbe Level Designs. Aber wessen Karadonis ist stärker? Probieren wir es mal. Unseres ist auf jeden Fall schneller. So, es wird die Attacke aber trotzdem wegstecken. Er macht das gleiche. Na gut, kann man machen.
alles nachmachen. Und jetzt sieht man. Das war ein Volltreffer, glaube ich, oder? Warum hat seine Attacke mehr abgezogen? Anscheinend hatte er das bessere Wesen als wir. Wir hatten wahrscheinlich das schnellere Wesen. Und er hatte das mit dem höheren Angriff. Oh ne, wir haben ja Nahkampf eingesetzt. Das hat ja unsere Verteidigung gesunken. Das war's, genau. Das war der Grund. Aber unseres ist immer noch stärker, deswegen. Schneller. Das heißt, seine Top-Genesung kann er sich sonst wohin stecken. So. Okay. Jetzt hätten wir. Jetzt kommt Wishu. Da sollten wir. Adventi ist leider down, das ist schlecht. Na gut, wir müssen Serbequeen jetzt leider nehmen. Ich habe auch gerade ein bisschen laut gesprochen, habe ich gemerkt. Deswegen rede ich jetzt auch ein wenig leiser. Habe ich im letzten Part gesehen, da habe ich sehr. Hat man mich sehr gut verstanden. Aber wenn ich so laut rede, dann hört er mich schlecht. Er hört sich jetzt immer so verkraxelt an. Und Mogel gibt es, weil zu erwarten. Dieses Wishu kann Turmkick, ist deshalb eine Bedrohung für uns. Ich greife aber mit Laubklinge an und mal schauen, wie sich die Laubklinge auf seinen Wishu auswirkt. Er überlebt es und das auch sehr klar und er setzt akrobatisch ein. Und sehr bequem war einmal. Shit. Na komm, ich probier's mit Saiyajin. Muss ich halt riskieren, bevor wir down gehen. Taucher. Hoffentlich kommt jetzt Turmkick, das würde ihn selber verletzen. Schade, es kommt Akrobatik. Und Taucher. Ja, Kill. Und wieder mal hat Saiyajin super Arbeit geleistet. Auch im letzten Part gegen das Knackrack. Jetzt wird Saiyajin richtig gut. Hat schon Level 70 inzwischen. Jutestu, das ist das Gegenstück zu dem Karadonis. Mein Gefühl sagt mir, ich soll Adventi wiederbeleben. Soll ich es machen oder soll ich es lassen? Ich glaube eher. Ich vertraue einfach mal auf mein Gefühl und heiß einfach mal mit einem Beleber Adventi wiederbeleben. Und es kann Erdbeben. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja, Streifi werde ich wohl opfern müssen, damit Adventi überleben kann. Ist wie beim Schachspiel, man muss auch Figuren opfern, damit andere Figuren überleben. Ja, und Streifi ist down. Na gut, da muss ich Adventi jetzt rausholen. Haben wir ja nicht umsonst wiederbelebt. Ich hoffe nur, dass Jutestu keine Gesteinsattacke drauf hat. Aber uns ist es auf jeden Fall schneller, hoher Spezialangriff. Das müsste Jutestu nicht überleben. Was? Was? Aber ich meine, Elitzeber schwebt doch eigentlich, ne? Es ist ja ein Kronleuchter. Der Kronleuchter berührt ja eigentlich nicht den Boden, oder? Ach, egal. Auf jeden Fall weiß ich, Jutestu ist jetzt Geschichte. So. Weg mit dir. Und jetzt sagt. Jetzt kommt Toxicroak. Das kann er sofort one-hitten mit einer Psychokinese. Ein Pokémon aus der vierten Generation. Typ Kampf und Gift. Wäre also vielfache Stärke bei Psycho-Angriffen. Und warum ist er jetzt schon wieder schneller? Wahrscheinlich wegen dem Level vor. Nein, unseres hat das höhere Level. Ach, Mist, das hätte ich mir anders erhofft. Naja. Gut, ich muss Alduine einsetzen. Mit einer Fliegenattacke, die sehr effektiv sein wird, wenn sie trifft. Jetzt hoffe ich nur, dass kein Himmelhieb oder sowas kommt. Fußtritt, naja, gut. So, die Attacke ist sehr effektiv. Flug gegen Kampf. Und es überlebt die Attacke trotzdem. Oh nein. So, das überlebst du doch, Alduin. Du bist ein Drachen. So ein Fußtritt macht dir doch nichts aus, oder? Also, da kann man ja in Skyrim gleich ja die gegnerischen Drachen einfach treten und dann kriegt man schon ihre Seele. Also. Wir haben nur noch zwei Pokémon, Chuck Norris und Saiyajin. Komm schon, Saiyajin. Aber man muss bedenken, das ist schon der stärkste der Top 4. Das heißt, wir haben dann eine schwerste hinter uns.
Außer dem Champion natürlich, der ist natürlich stärker, aber ja, dann haben wir schon eine Gefahr weniger. Meistergriff, jetzt kommt sein Special Pokémon. Okay, da tauche ich lieber unter. Vielleicht greift er. Er greift. Ja, Meistergriff hat bestimmt einen hohen Angriff. Er greift bestimmt mit einer Gesteinsattacke an, vermute ich. Hammerarm. Na gut. So, Taucher. So wenig. Ja, leck mich, Adam am Arsch. Himmelarsch und Zwirr. Da hätte ich gleich mit dem Pokémon-Heilkenner. Oh ne, das kommt doch gar nicht so. Jetzt muss ich Streifi, Adventi wiederbeleben. Gegenstoß, na toll. Ja, das war's für das Gym. Tut mir leid. Ich konnte dich nicht retten. Jetzt kann ich nur hoffen, dass Adventi mit einer Psychokinese ein bisschen mehr Schaden zufügt als mein Saiyajin, sei schneller. Sehr schön. Ah, hat's geschafft, sehr schön. Ah. Puh. Schweiß vom Gesicht wischen. Okay. Ah, den hätten wir. In der Pokémon-Liga warten noch viele starke Trainer auf, von dir zu einem Kampf herausgefordert zu werden. Nutze die Gelegenheit, die Bindung zu deinem Pokémon-Team zu stärken, indem ihr eure Kräfte im Kampf gegen andere Trainer vereint. So, aber was ich zuerst mache, ist heilen. Nein, auch nicht das. Nein, kein Select. Nein, keine Kampfkamera. Nein. Kampfkamera will ich hier nicht. Tschüss. Kampfkamera, hier jetzt Videos anschauen. Wer schaut denn sich zu der Zeit jetzt Videos an? Oder macht Videos? Das ist ja... Okay, Beleber, Beleber. Heilen wir einfach mal unsere ganzen Pokémon. Ja, ihr seht, wie beschädigt unsere Pokémon sind. Und es war nur erst der erste Mitglied der Top 4. Und wir haben schon sehr viel Beleber verschwendet. Wie viel haben wir denn noch? 9 Stück. Oh, wir brauchen noch welche beim Champion. Aber die nächsten Gegner werden ja zum Glück nicht allzu stark werden. Da können wir mit Alduine ganz gut mithalten. Und bei Chuck Norris muss ich einen Top-Beleber einsetzen. Top-Trank. Haben wir einen Top-Trank? Ja. Bei einem Hyper-Heiler heilt ja nur 200 KP und Chuck Norris hat über 200 KP. Okay. Gut, hat jetzt damit alle KP wieder und jetzt setzen wir... Adventi ist nicht an der Stelle, sondern Alduine mit seiner Knirschattacke. Vielleicht sollten wir denen noch ein paar Items geben, das wäre auch nicht so dumm. Hätte ich vielleicht vor dem ersten Kampf machen sollen. Was haben wir denn? Dauert so Müllscheiß, den wir nicht brauchen. Zauberwasser. Den geben wir Saiyajin. Hätten wir eigentlich schon immer machen können, ne? Schon länger. Schon viel, viel länger. Naja, ist jetzt aber eh egal. Schattenglas gebe ich einfach mal Alduin, ne? So ein Drache mit einer Brille. Sieht ganz cool aus, würde ich sagen. Sanftglocke brauchen wir nicht. Bruder Sonne verstärkt Bodenattacken. Haben wir Bodenattacken? Nein, ich glaube, wir haben keine. Magnet, das geben wir Streifi. Verstärkt Elektroattacken. Machoband. Der Initiativwert sinkt zwar, aber es wird stärker. Achso, okay, das Item kenne ich. Holz, nein, nicht das. Holzkohle. Geben wir Adventi. Und Großwurzel. Verstärkt KP stehende Attacken. Wir haben aber keine. Gestein, die können wir eigentlich Karadonis geben, aber haben wir noch was anderes, was wir Karadonis geben können? Expertengurt. Diese alte Gürtel verstärkt sehr effektive Attacken. Die können wir eigentlich Alduine geben. Weil die Knirschattacken werden bei dem Psychotrainer und bei den anderen Trainern sehr effektiv sein. Eisenjuwel, Dubius Disc, Drakotafel, Drachenzahn, Drachenhaut, Bodenjuwel, Blitztafel, Blendpuder, Bollenhelm, Bandsticker. Ja gut, geben wir Bandsticker, einfach mal Adventi. Abisszahn, Abissplatte, Giftjuwel. Ich glaube, ich gebe Serpiquin mal das Blendpuder.
Einfach mal so, weil sehr bequem unser Start ist. Einfach mal so. Just for fun. So, okay. Das erste Signal blinkt schon. Kämpfen wir jetzt gegen die Psycho-Katlea Trainerin. Habe ich falsch formuliert. Gegen die Psycho-Trainerin Katlea kämpfen wir jetzt. Nicht gegen die Psycho-Katlea Trainerin. Oh je, meine Aussprache ist schon 1A. Okay. Aufwachen. Pennen kannst du später noch. So, hier. Was zum Kuckuck? Wer besitzt die Dreistigkeit, mich bei meinem wohlverdienten Schönheitsschlaf zu stören? Ach, du schon wieder. Und immer noch ein Paradebeispiel für die Einheit von Stärke und Sanftmut. Oh, seit unserem letzten Kräftemessen scheinst du ja nochmal ein ganz Stück besser geworden zu sein. Aber spare mir einen langweiligen Kampf, denn ich bin ohnehin schon hundemüde. Dann wird dieser Kampf dich jetzt wach machen, Katlea. Also machen wir dich schnell fertig. Somnivora, und ich muss aufs Klo gehen. Ich weiß, sollte ich nicht sagen, aber ich sag's einfach mal so, ne? Just for fun. Also nach dem Kampf mache ich mal kurz Pause. Okay, wir haben ja ihm das Expertengurt gegeben, das heißt, Knirscher wird verstärkt. Und sie ruft ihr Ding zurück, weil Somnivora unser Unnicht-Pokémon nicht angreifen kann. Zwotroin, Zitomega, sorry, falsch ausgesprochen. Zwotroin ist ein anderes Pokémon, das ist ja. Das ist die Entwicklung von Otaro, ne? Wunderbares Vater von uns. Ich lebe für diesen Augenblick, ja. Ah, komm. Das bringt doch nichts. Setzt so ein Pokémon in den Kampf ein und dann heißt es sofort. Das ist eine Itemverschwendung. Hoch 3. Zitomega wird jetzt sterben, wenn es ein Volltreffer ist. Ist es ein Volltreffer? Schade, ist es keiner sinkt, aber seine Spezialverteidigung. Nee, nur seine normale. Okay. Aber jetzt, tschüss. Also hast du so gut wie ein Top-Genesung verschwendet. Das ist ja noch schlimmer, was wir gemacht haben. Wir haben nämlich nur ein paar AP verschwendet, nämlich nur 2 für Knirsche, aber egal, wir haben eben ein paar Items. Schallwelle lernt es jetzt. Das konnte es ja vorhin schon erlernen, wo es sich entwickelt hat. Simbolara. Ach, das Viech, das ist dieses Wüstenviech da, mit dem die Kognitos auf dem Kopf. Das ist ein Inkognito J, was es auf dem Kopf hat, oder? Ich sehe es nicht so gut, weil der Hintergrund schwarz ist. Ah, Eisstrahl. Das ist ein Inkognito I, oder? Ja. Und es überlebt den Eisstrahl. Hätte ich nicht gedacht. Dragoran wäre jetzt wahrscheinlich gestorben, weil Dragoran vierfach schwach gegen Eis ist. Fick den Scheiß! Dragoran kann Feuerattacken lernen! Oh, fuck. Ja gut, Simbolar ist wohl das größte Problem, was wir gerade haben. Hier, machen wir mal Adventi raus. Und Heinz einfach mal. Auch wenn ich glaube, dass Simbolara jetzt Spukball einsetzen wird, aber ist ja egal. Wir müssen es eh riskieren. Ohne Alduine haben wir schlechte Karten in diesem Kampf. Psychokinese, okay. Ja gut, da ist noch Step drauf gewesen. Und ich vermute auch, dass Simbolara einen hohen Spezialangriff hat, aber die Attacke war dort ziemlich so stark. Okay, es wehrt sich intensiv mit Psychokinese, aber Adventi steckt das Lockewerk weg und jetzt ist er schneller. Ist vom Typ Flug, ist daher noch ein bisschen schneller als unser Adventi, aber egal, die Attacke von ihm hat nicht getroffen und Simbolara hat den Kürzeren gezogen. Okay. Metagross vom Typ Psycho Feuer, ne, Psycho Stahl, kennen wir aus Pokémon Smaragd, ne, Quatsch, Saphir, hatte damals der Champion, treu. Patronenhiebel, ich hätte nicht gedacht, dass Metagross schneller als unser Ding ist, unser Adventi, weil Stahl-Pokémon sind ja üblicherweise nicht so schnell. Was mache ich denn jetzt? Es ist vom Typ Stahl und Psycho. Da fällt meine Schwäche eigentlich nur Feuer ein, aber Adventi ist ja gestorben. Ich lass mal Chuck Norris ran, auch wenn ich glaube, dass Metagross jetzt Psychokinese einsetzen will. Aber wir haben ja die Fähigkeit Robustheit, daher ist es nicht so tragisch, wenn wir jetzt mit Nahkampf angreifen. Okay,
Es hat ihn bis zur Hälfte geschwächt. Jetzt kommt Zen Kopfstoß. Okay, die hat ihm wahrscheinlich der Zen Master beigebracht von Fist of Zen. Ja, das Besondere an der Attacke ist, die ist physisch. Und warum ist es üblich, dass Patronenhieb immer eine Ersttreffer-Garantie hat? Ja, das wird auch erklären, warum Metagross vorhin gegen Adventi zuerst angegriffen hat. Anscheinend ist die Attacke Patronenhieb eine Ersttreffer-Garantie. Naja gut, ich probiere es mit Knirscher. Alle anderen Attacken wären nicht sehr effektiv. Oh je, Gigastoß. Gigastoß, Gigastoß. Die Gigastoß-Attacke hat ihm Giga beigebracht. Okay, ich sollte nicht so lame Witze machen. Das ist schlecht für die Epicness gerade, was wir hier in diesem Kampf haben. Auf jeden Fall ist Metagross jetzt down. Ich hätte Alduine vielleicht Flammenwurf beibringen können. Das wäre auch nicht so dumm gewesen. Und stattdessen Schallwelle vergessen sollen. Bronzong, da fällt mir auch neue Schwäche Feuer ein. Da fällt mir jetzt aber ein. Streifi kann Hitzekoller. Also Streifi, ran ans Werk. Dum, 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 dum. Hitzekoller, Hitzekoller, Hitzekoller. Nitrolagen wird zwar besser, aber was soll's. Es wird die Attacke überleben. Ja, genau, hat's. Ganz wie ich's gesagt habe. Gegenstoß. Das, ja, du überlebst die Attacke doch locker, natürlich. So, da jetzt der Spezialangriff gesunken ist, muss ich mit einer physischen Attacke angreifen. Nämlich mit Stromstoß. Und tschüss. Hätten wir nochmal Hitzekoller eingesetzt, hätte Bronzong das überlebt. Auch wenn hier vielleicht auch der Volltreffer ein bisschen mitgespielt hat. Somnivore, jetzt kommt der Somnivore schon wieder. Na gut, ihr Somnivore spielt auf Hypnose und Traumfresser. Der Nachteil an der Taktik ist, die ist ziemlich, ja, die kommt ziemlich langsam voran. Da können wir die Gelegenheit gleich nutzen und Trikefalo wiederbeleben. Ne Quatsch, Trikefalo lebt ja noch. Fail. Okay, okay. Ja gut, dann setzen wir einfach mal einen Hypertrank auf Trikefalo ein. Okay. Okay, setzt nicht die Taktik mit Hypnose und Traumfresser ein. Das war einerseits klug, weil für diese KP muss man jetzt extra das Pokémon einschläfern. Na gut, Streif ist zwar jetzt down, aber wir haben Alduine wieder mit vollen KP. Und greift an mit Knirscher. Es wird die Attacke wahrscheinlich nicht überleben. Was? Warum irre ich mich immer? In Pokémon Gelb war das noch anders, da habe ich immer recht gehabt. Oder fast immer recht, aber hier in Pokémon Schwarz ist alles anders. Ja gut, jetzt kommt die Taktik, Hypnose und Traumfresser, obwohl Traumfresser gar nicht Alduine treffen kann, weil die Attacke ja eine Psycho-Attacke ist. Und wie jeder weiß, sind Unlicht-Pokémon immun gegen Psycho-Pokémon, also Psycho-Attacken. Jetzt schützt er sich aber, komm, das ist doch Pussy! Und tschüss, weg mit dir! Ich will Molly Morba sehen, ne, wie heißt denn das Viech? Komm, das ist doch nur eine Verzögerung. Nerv mich doch nicht mit deiner Hypnose. Du zögerst deinen Untergang nur in die Länge. Ist dir das klar? Ich hasse sowas. Das ist doch echt unnötig, sowas. Also, da soll jetzt doch gleich ihr Pokémon wechseln. Naja, ist halt die KI von Computerspielen. Nie perfekt, immer auf Nerven ausgebaut gehen. Habe ich ja im Yu-Gi-Oh! Schon gesehen. Da haben mich die ganzen Duellanten auch genervt mit ihren Taktiken, die gar nichts gebracht haben. Morbitessa heißt das Viech, okay. Das ist ihr letztes Pokémon und danach gehe ich aufs Klo. Muss hier niemand wissen, aber egal. Dann kann auch sein, dass ich dann nach der Pause wieder ein bisschen lauter bin als sonst. Also ja, nachdem ich, ihr wisst schon was, auf dem Klo war. Und der Spezialangriff steigt, allerdings sind die... Ne, allerdings ist unser Trikefalo verwirrt. Und es verlässt sich selber. Naja gut, wir haben ja
mit normalem Angriff angreifen wollen. Das heißt, es hat nicht so viel abgezogen, wie wenn wir angegriffen hätten. Und Alduin ist verwirrt. Jetzt reicht's aber mit Selbstverletzungen. Scheiß Emo. Ich habe ein Emo-Pokémon. So, jetzt aber Knirsche, ja. So, Mabitesse hätten wir jetzt auch erledigt. Und jetzt Level 69 für Alduine. Okay. Ich bin stolz darauf, Sprössling einer angesehenen Familie von Trainern zu sein. Aber das hat mir gegen dich nicht wirklich geholfen. Du kannst dich nicht vorstellen, wie sehr ich mich danach gesehnt habe, einem Trainer wie dir begegnen zu dürfen. Und ich porte mich da mal weg. Schwuppdiwupps. Und Pokémon Schnarchen, so viel Zeit habe ich noch. Belebe. Wir haben noch 8 Stück. Oh Gott, das kann sehr eng werden gegen den Champion. Wenn wir jetzt schon wieder ein paar Belebe rausschmeißen. Eieiei. Das wird echt spannend. Dam-dam-dam. Okay. Dann gehe ich jetzt aufs Klo, mach mal Pause. Ne, Quatsch, ich mache jetzt Pause, gehe aufs Klo und komm dann wieder. Bis gleich. So. Und weiter geht's. Hab jetzt ein bisschen Dampf abgelassen. Holen wir jetzt Caradonis raus, denn der nächste Trainer setzt, wie ihr wisst, und nicht Pokémon ein. Oder trägt vielleicht Caradonis das Fokusgurt? Das würde... Ne, Caradonis trägt gar kein Item. Was soll das? Du musst doch ein Item tragen. Das geht so hier nicht. Welches Item wollen wir dir denn geben? Gift-Tafel, Hackattack. Was war das? Kampfjuwel. Na, besser ist nichts. Okay. Hallöchen, du heißt Astor, nicht wahr? Unser Leben gleicht einem ewigen Spiegel mit den Karten, die uns vor einer höheren Gewalt zugeteilt wurden. Wie beim Kartenspiel kommt es auch im wirklichen Leben darauf an, das Beste aus dem zu machen, was einem gegeben wurde, anstatt sich über ein ungünstiges Blatt zu beschweren und mit dem Schicksal zu hadern. Ja, das erinnert mich irgendwie, klingt wie so ein Dialog aus Yu-Gi-Oh! Oder so. Dem Sieger gehört die Welt, dem Verlierer bleibt nichts. Doch gerade dies gibt uns das Gefühl, am Leben zu sein. So, Astor, komm her. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Was kommt als erstes? Torheido. Okay, Unlicht, Wasser. Hat die Fähigkeit Rauhaut. Schwer auszusprechen. Oh Gott. Ja, wenn wir angreifen, verliert Chuck Norris wegen seiner Fähigkeit ein paar KP, aber das macht nichts. Kaskade. Was? Kaskade tut einen zurückschrecken lassen? Das wusste ich ja überhaupt nicht. Warum sagt mir das niemand? Warum habt ihr mir das nicht gesagt, dass Kaskade einen zurückschreckt? Oh, was schon wieder? Entweder habe ich jetzt nur das größte Pech ever oder einfach nur, ja, sau viel Glück oder beides. Jetzt aber Wasserdüse, ja komm, er wollte das schnell machen. Das kann er sich aber knicken. So leicht killt man meinen. So leicht kann man einen Chuck Norris nicht killen.
ist denn heute schon wieder mit der Aussprache von mir los? Ist ja unglaublich. Letzten Part war das so flüssig. Was zum Volltreffer? Ach, das gibt's doch nicht. Habe ich jetzt so ein Pech oder was? Okay, extremes Pech anfangs bei Astor. Hatte ich echt noch nie. Okay, da muss Streife halt noch was machen mit Stromstoß. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich mein Pokémon wechseln müsste. Ich habe gedacht, Karadonis macht einmal Nahkampf und schon ist Tauheido down, aber wir hatten ein größeres Problem. Es kommt Rauhaut, ganz wie ich es gesagt habe. Rabigator, da müssen wir wechseln. Können wir sogar noch mit Zappiqueen killen. Da brauchen wir Karadonis nicht für. So, es greift bestimmt mit einer Knirschattacke an. Aber es senkt erstmal unseren Angriff. Das ist schlecht. Ob die Laubklinge da noch reichen wird, weiß ich nicht. Aber ich schätze mal eher nicht. Deswegen muss ich jetzt einfach mal Karadonis wiederbeleben. Auch wenn es so großes Pech gegen Tauheido anfangs hatte. Schmarotzer. Na gut, ist eine Scheißattacke. Und übertragend auf Karadonis. Was soll denn das hier mit Schmarotzer? Also wenn du nur mit Schmarotzer angreifst, kann ich ja ruhig noch mit Zappiqueen ein bisschen agieren. Ich meine, wenn du es mir anbietest, ich hätte mit Knirscher angegriffen. Oder kannst du überhaupt Knirscher? Du müsstest doch Drachenwut können, oder? Nee, Quatsch. Doch, Drachenwut. Nee, Quatsch. Die Attacke heißt Wutanfall. Rabigato müsste doch Wutanfall können, ne? Also komm, setz doch mal Wutanfall ein. Dann hätten Rabigato Wutanfall mit 70, weiß ich ungefähr. Ja, also Wutanfall, endlich mal was Gutes, aber die Attacke ging leider daneben, also das enttäuscht mich jetzt aber ein wenig. Jetzt aber eine Top-Genesung, also. Was soll denn das, ne? Heilen hier, dann wieder nicht treffen, mit schwachen Attacken agieren. Willst du mich veräppeln? Ja, ich wollte jetzt verarschen sagen, aber für die kleinen Kinder unter euch, die das anschauen, nicht sehr freundlich, würde ich sagen. Ja, kill, ja, gut. So stelle ich mir das vor. So, fast Level 70 für Zappiqueen. Jetzt kommt Irokex. Daran muss ich wechseln zu Karadonis. So, Irokex. Was machen wir mit dir? Ich verprügel dich mal. Ist das in Ordnung? Ja, jetzt kommt das Kraftjuwel zum Einsatz. Und tschüss. Senkt so unsere Verteidigung, aber egal. So. Cleopatra. Nicht zu verwechseln mit Cleopatra. Also gut, jetzt kommt ein Mogelhieb, da kann ich die Gelegenheit nutzen und gleich ein Pokémon heilen oder sowas. So, was wollen wir denn heilen? Zappiqueen. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Mogelhieb. Und jetzt ein Nahkampf. Und One-Hit-Kill. Ja, endlich mal richtig, dieser One-Hit-Kill. Oh Gott, Level 72 für Norris. Und Celsurio. Komm, das können wir auch noch mit einer Kampfattacke platt machen. Ist ja eh ein schwaches Pokémon, obwohl es ganz... Naja, bei manchen Gegnern, also kann man ins Team rein tun, aber gegen Kampfattacken ist es schwach. Und hilflos und vor allem tot. Okay. Piondragi ist vom Typ Unlicht Gift, weiß ich erst seit neuestem. Vorher wusste ich nie, was für ein Typ das ist. Ich habe es angegriffen mit Feuerattacken, weil ich dachte, es wäre ein Käfer-Pokémon. Aber ich habe Psychokinese eingesetzt und die ging immer, hat immer keine Wirkung gezeigt. Aber jetzt weiß ich, es ist vom Typ Gift und Kampf und deswegen ist dieser Nahkampf sehr effektiv, oder? Anscheinend sind Gift-Pokémon nicht sehr effektiv gegen Kampfattacken. Giftzahn, na toll. Ja, unser Chuck Norris hat gerade so viel KP verloren, weil wir so oft Nahkampf eingesetzt haben.
Aber das spielt keine Rolle. Auf jeden Fall ist Pion Draghi down. Und der Kampf ist auch vorbei. Also, was soll's. So. Das war der leichteste Gegner. Bis jetzt. Auf dem großen Erdenrund gibt es sowohl schlechte Arten zu gewinnen, als auch gute Arten zu verlieren. In unser Leben entzieht sich jeder Form von Schwarz-Weiß-Malerei. Und genau das macht es so spannend und verzwickt zugleich. Selbst beim Münzwurf heißt es am Ende nicht zwangsläufig Kopf oder Zahl, denn manchmal zieht die Münze es vor, sich für keins von beiden zu entscheiden und auf ihren schmalen Rand zu verweilen. Was redet denn der für ein Müll? Unnötiger Scheiß, was ihr da quatscht. Soll ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen, Ding reinbringen. Irgend so eine Stimmung, ich weiß nicht, wie man das nennt. Weil ich ja kein Psychologe bin. Okay. Hier bei Caradonis müssen wir einen Top-Beleber einsetzen, weil noch Caradonis vergiftet ist. Und Streife können wir eigentlich so behalten, wie es jetzt ist. Nein, 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 nein. Das hier, dann Pokémon. Alduine. Tausch mit Chuck Norris. Und ja. Hier kämpfen gegen die letzte der Top 4. Oh, Geister. Weißbrot. Weißbrot. Toast, Ghost, Weißbrot. Nein, Quatsch. Ach, egal. Boah, wie heißt denn die nochmal? Ich hab den Namen von der. Den Namen von der kann ich mir nie merken. Wie heißt denn die? Das herrliche, strahlende Funkeln des Wasserrings erinnerte an das leuchtende Band der Freundschaft zwischen Trainer und Pokémon. Das war ein Auszug aus meinem neuesten Werk. Ich bringe einfach liebend gern Geschichten zu Papier über Trainer und ihre Pokémon, die sich mir hier mit vereinten Kräften entgegenzustimmen versuchten. Oh man. Höchste Zeit also, dass ich euch ebenfalls zum Protagonisten in meiner Erzählungen mache. Wie heißt die? Ich will den Namen wissen. Wie heißt die? Anissa. Ja. So, Anissa. Hör auf, Harry Potter zu lesen und kämpf jetzt. Ja? Okay, sie setzt ein echter Toll ein. Das ist echt toll, was sie da macht. Denn, ja, echt. Na toll ist schwach gegen Unlichtattacken. Jetzt kommt die Fähigkeit Mume. Es löscht unsere Fähigkeit Schwebe aus. Was heißt, dass Alduin jetzt von Bodenattacken angegriffen wird, also von Erdbeben oder sowas. Müssen wir uns merken später für Golgantes, was er dann einsetzen wird. So, hier Knirscher für dich. Und tschüss, echt na toll. Wall Stage, oh nein, das ist ein Geist-Pokémon aus der vierten Generation. Findet man auf Route 216. Ha, den Routennamen weiß ich auswendig, weil ich damals mein Evoli zu Glaciola entwickelt habe. So, Hitzekoller. Spukball. Das musst du überleben, Alter. Adventi, ansonsten haben wir ein Problem. Ja, gut, hast du überlebt. Und Frostedge, das musst du jetzt nicht überleben. Ja, nicht überleben. Frostedge ist übrigens ein sehr schnelles Pokémon. Kann man zum Beispiel gegen Legendäre einsetzen. Ne, wenn ihr euren Freund zum Beispiel bekämpft oder so. Dann könnt ihr einen Frostage einsetzen, wenn ihr zum Beispiel nur Rayquaza oder Dialga oder Palkia sowas einsetzt. Dann setzt ihr einfach euer Frostage ein mit Blizzard oder so. Und seine Drachen, legendären Drachen-Pokémon. Ziehen den kürzeren, aber zurück zu unserem Spiel. Spukball gegen dieses Tussi-Pokémon da. Namens Apoqualyp. Das ist ja ein Apoqualypse. fuck. Naja, gut. Jetzt müssen wir Streife einsetzen. Streife zwar geschwächt, aber egal. So, Streife, ich greife mal mit Stromschuss an.
Denn Apokalypse ist vom Typ Wassergeist und die Attacke ist deswegen sehr effektiv. So dass es auch Apokalypse nicht überlebt. Ja gut, es ist zwar unsere Sturmschussattacke blockiert, aber es ist eh egal. Oh, Gantes. Wir haben ja noch Trikefalo, wir haben es ja vorhin gewechselt, weil Frostel hier kam. Und außerdem hat Alduin jetzt wieder die Fähigkeit Schwebe. Weil wir es ja wieder ausgetauscht haben. Bam, die Erde bebt. Golgantis erscheint. Hatte ich früher immer Probleme, weil ich nicht wusste, was für ein Typ Golgantis ist. Ich habe immer gedacht, es sei vom Typ Wasser, weil es blau ist. So, Wassergeist habe ich mir gedacht, ne? Aber dann hat Kampfattacken auch eingesetzt. So dachte ich, es wäre vom Typ Geist, Kampf oder so. Und dann habe ich nachgeschaut im Wiki, dann steht da, ist vom Typ Boden und Geist. Ja, kann man mit Pflanzenattacken killen, mit Wasserattacken, mit Unlichtattacken und andere Typen weiß ich gar nicht mehr. Eisattacken gehen auch noch, genau. Also falls Trikefalo es nicht schafft, ja, okay. Falls es Trikefalo nicht geschafft hätte, hätte ich Saiyajin eingesetzt. Okay, was kommt jetzt? Trifft Zeppeli, ein Pokémon aus der vierten Generation, habe ich beim Training oft bekämpft. Geistflug hat die Fähigkeit Finalschlag, das heißt Finalschlag bewirkt, wenn Trifft Zeppeli stirbt und von einer physischen Attacke besiegt wurde, kriegt der Gegner noch ein bisschen Schaden zugefügt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt zum Beispiel einen Stromschuss killen werde, wird Streifi ein paar KP verlieren. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, weil Streifi greift ja mit normalem Angriff an. So, jetzt kommt die Fähigkeit Finalschlag, habe ich gerade erzählt. Wir kriegen Schaden. Und trifft der Verlust ist down. So. Was? Ach, das war der Rückstoß, den habe ich ja völlig vergessen. Na gut, eben keine KP für diese Runde. Da muss eben Alduin heran. Skelabre. Sie hat auch ein Skelabre, genau wie wir. Soll ich angreifen oder heilen? Ich greife an. Unser Alduin ist schneller. Sehr schön. Aber reicht's zum Kill? Reicht's zum Kill? Knapp, es reicht nichts. Aber wir haben ja immer noch Saiyajin draußen oder im Ball. Saiyajin kann Skelabra den Rest geben. So, Saiyajin. Nein, du kämpfst nicht gegen Adventi, das ist nur Skelabra, ein gegnerisches Pokémon. Ne? Kaskade. Und das war eben kein Pforze, das war eben... Soll ich immer, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll. Okay. So, die hätten wir auch. Das war die letzte der Top 4. Und jetzt ist unser nächster Kampf gegen Champ Lauro. Lass mich dir noch eins sagen, junger Trainer. Die Person, welches es gelingt, die Top 4 zu bezwingen, gebührt die Ehre, die Kammer des Champs zu betreten. Und du hast uns bewiesen, dass du dieser Ehre mehr als würdig bist. Nun ist es an dir, die noch leeren Seiten im Buche deines Lebens mit Inhalt zu füllen. Möge dir deine Zeilen der Nachtwelt als Beispiel dienen. Okay. Aber bevor wir nach unten fliegen, schweben, wie auch immer, erstmal heilen, heilen, heilen. Beleber, Beleber, Beleber. Wir haben nur noch 4 Stück. Das wird ein sehr schwerer Kampf. Dann haben wir noch ein Beleber gegen Lauro. Das wird hart. Und ich rede hier nicht von hart wie Steine. Das wird schwer. So, unsere Pokémon haben gute Level. Allerdings sind die Level von dem Pokémon von Lauro, vom Champion, 5 Level stärker als die, was wir haben. So, okay, wir sind bereit. Ein letzter Kampf in diesem Let's Play. Also ab geht's nach unten.
Okay. Damals hat der N alles zerstört, hier mit seinem Schloss, was er dann aufgebaut hat. Aber N hat ihn sogar geschlagen. Also wenn N es schafft, Laura zu besiegen, dann werden wir das doch auch schaffen, ne? Okay. Ein letzter Kampf steht uns bevor in diesem Let's Play. Drückt mir schon mal die Daumen. Ich weiß nicht, ob ich schaffen werde. Wir haben nur einen Beleber. Aber sehr viele Hypertränke. Aber wenn eins von unseren Pokémon vielleicht gewonnen wird und wir schon den Beleber ausgegeben haben, können wir es nicht wiederbeleben. So. Drückt mir die Daumen, Leute. Der Kampf beginnt. Tausend Dank dafür, dass du N eine Lektion erteilt hast, die sich gewaschen hat. Was mag er bloß denken? Ob ihn nun wohl einleuchtet, dass manche mehr als nur ein Weg zum Ziel führt? Wäre der stärkste Pokémon-Trainer der einen Region nun bereit, mir ein wenig seiner kostbaren Zeit zu widmen? Und der letzte Kampf in diesem Let's Play. Lauro gegen Kevin. Wer wird Champion von Einal? Wir oder er? Jetzt wird sich's entscheiden. Er setzt Hydragil ein, die Entwicklung von Schnuthelm. Und das weiß ich jetzt zu 100%. Es ist sehr, sehr, sehr schnell. Eins der schnellsten Pokémon von Einal. Aber vom Typ Käfer. Und das werden wir uns zum Vorteil nutzen mit einer Hitzekoll-Attacke. Er setzt Energieball ein. Ich hätte eher gedacht, dass er Übernahme einsetzt und unsere Attacke zuvor macht. Die Attacke wird er kaum überleben, weil... Ja, hoher Spezialangriff, ihr wisst schon, ne? Ja, hat auch nicht überlebt, also ja. Und Hydreigon hätten wir. Eins von seinen 6 Pokémon ist schon mal down. Jetzt kommt Bisofunk. Da müssen wir Chuck Norris einsetzen. Und außerdem ist jetzt der Spezialangriff wieder normal von Adventi. So, Bisofunk. Dieses Pokémon hatte ja auch Jesus. Aber den Nahkampf wird es nicht überleben. Hat übrigens nur noch... Ja, hat gar keine AP mehr im Nahkampf. Das war jetzt der letzte AP, den wir auf Nahkampf noch hatten. Jetzt sehen zwar die Verteilung, aber wieso fangen es dauern? Jetzt haben wir nur noch 4 Pokémon. Läuft soweit ganz gut, aber bis es sein Stärkstes rausholt, haben wir schon längst ein Problem, glaube ich. So, jetzt kommt Kavalanzas. Ist vom Typ Käfer und Stahl, glaube ich. Da muss ich Adventi einsetzen. Das ist die Entwicklung von Laukaps. Wenn man es mit einem Schnuthelm tauscht, entwickelt sich's. Ebenso entwickelt sich im Schnuthelm zu Hydragil. Also ja, wenn man beide so hin und her tauscht, dann entwickeln sich beide auf dem DSen. Die Attacke wird auch nicht überleben. Die ist nämlich vielfach stark. Okay. Jetzt haben wir schon die Hälfte seiner gekillt. Shardrago. Ich glaube, da versuche ich es mal mit Saiyajin mit einer Eisstrahlattacke. Und falls Saiyajin es nicht schafft, werde ich Trikefalo einsetzen. Jetzt hoffe ich nur, dass Saiyajin schneller ist. Ja. Also ich glaube schon, weil wenn Saiyajin schon schneller als fällt mir der Name jetzt nicht ein. Was ist denn das stärkste Pokémon von Cynthia nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Ach, egal. Ich dachte schon. Mein Herz ist mir gerade in die Hose geflutscht, ne? Shardrago hat übrigens die Fähigkeit, auch die Fähigkeit Rauhaut, ebenso wie Tohaido, aber wir haben ja speziell angegriffen. Das heißt, seine Rauhaut funktioniert nicht. Und hier kommt sein stärkstes, ja, ihr habt es richtig erfasst, er hat ein Ramot. Das Pokémon, was wir im letzten Part gefangen haben, hat er als stärkstes Team-Pokémon. Jetzt hoffe ich nur, dass unser Saiyajin schnell ist. Ich glaube eher nicht, aber ich probiere es mal mit Surfer. Und unser Pokémon ist schneller. Ist ja krass. Es ist vom Typ Feuer und Käfer. Aber ich glaube schon, dass wir es schaffen, es zu besiegen, weil wenn wir schon das in der Wüste besiegen können, dann schaffen wir auch dieses hier. Also schicken wir Rama zurück in die Wüste. Adventi, komm her.
Du musst jetzt sein stärkstes Pokémon töten, dann haben wir nämlich ein großes Problem hinter uns. Also gut, Hitzekoller schon wieder. Eine Statusveränderung, eine Attacke. Das ist seine Taktik, er setzt Falterregen ein, bis seine Schwerter aufs Maximal sind. Und dann kann sein Ramot nur noch, ja, fast gar nicht mehr besiegt werden. Das ist wirklich eine Mördertaktik, was er da mit seinem Ramot hat. So, wir haben das stärkste Käfer-Pokémon, das es gibt, besiegt. Und 6.390 Erfahrungspunkte bekommen. Hier kommt sein letztes Gelatwino. Dieses Pokémon hat er N. Das ist die Entwicklung von diesem Eis da, von diesem, wie heißen sie, Eis? Gelatini-Zeugs? Gelatini, ja. Das Pokémon, was wir im Tiefkühlcontainer gesehen haben. Säurepanzer, die Attacke kann auch Smogmog. Erhöht seine Verteidigung und das stark. Aber wir greifen eh mit Spezial an. Nämlich mit Flammenwurf. Also ich würde sagen, wir haben den Titel des Champions schon fast bei uns. Denn falls Adventi irgendwie doch noch down gehen sollte, haben wir ja immer noch Karadonis. Lichtkanone. Eine Stahlattacke. Ich frage mich, warum man mit Stahlattacken angreift. So, sein letztes Pokémon ist gestorben. Unser Adventi kriegt ein Level Up, Level 64, ist 74. Aber das Wichtigste ist, Spezialangriff 249, krass. Aber was noch wichtiger ist, wir sind Champion. Der Kampf vorbei, ist vorbei, mein Herz erlischt. Wachse an diesen Kampf und erreiche neue Höhen, du kannst es schaffen. Da bleibt mir die Spucke weg, du bist wahrlich einzigartig. Also dann folge mir bitte. Endlich können wir diesen Teleporter finden, den konnten wir ja nicht verwenden, da wo N die Top 4 angegriffen hat oder die Liga. Hier befindest du dich. Du befindest dich hier, in der Ruhmeshalle. An diesem Ort verewigen sich all jene Trainer zusammen mit ihren Pokémon, die sich durch wahre Stärke und ein reines Herz auszeichnen. Also gut, Kevin. Die Zeit ist gekommen, dich und dein Team namentlich in der Wand dieser erhabenen Ruhmeshalle zu verewigen. Der Nachwelt bleibt somit nicht nur eure Namen, sondern gleichsam die Geschichte eures Abenteuers und der gemeinsam bestrittenen Kämpfe erhalten. Möge dich dies zu weiteren Höchstleistungen anspornen und dir Stärke verleihen. Und vergiss nicht, auch dein Team, das zusammen mit dir gekämpft hat, in diese Maschine einzugeben. Und damit sind wir in der Ruhmeshalle eingetragen, wie auch in Pokémon Saphir und Gelb. Unser erstes Pokémon, Adventi, und es ist ein bisschen verbuggt am Emulator, sehe ich gerade. Blüpp, 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 verbuggy, buggy, buggy, bug, hoch, runter, hoch, runter. Ich glaube, der Emulator kann sich jetzt nicht entscheiden, wo er das haben will, das Bild. Weil, ja, ich habe ja ein bisschen was umgestellt und es ist jetzt das Resultat. Also sorry für alle Epileptiker, ihr solltet jetzt lieber wegschauen. Denn das ist nicht so gut für eure Augen. So. Es ist wieder ein normaler Epileptiker, ihr könnt wieder herschauen. Falls ich überhaupt Epileptiker meine LPs anschauen, weiß ich gar nicht. Und damit sind wir Champion der Pokémon-Liga. Und damit ist auch dieses Let's Play Pokémon Schwarz ein für alle Mal abgeschlossen. Nach 47 Parts haben wir es geschafft. Und damit danke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, so wie ich beim Spielen hatte. Ja. Dann das nächste LP wird Pokémon Rubin sein, das kann ich euch sagen. Allerdings wird es noch ein bisschen dauern, bis es kommen wird, denn ich möchte noch Kryostasis und Minecraft fertig machen. Und ich mache vielleicht noch ein Together mit Schokolade LP. Weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Muss ich ihn fragen. Und zwar wird es wahrscheinlich Pokémon Conquest sein. Das werde ich dann mit ihm togethern. Ich hoffe, ihr schaut es auch an. Bis dahin, bleibt mir treu. Und damit sage ich Servus für dieses LP. Ich habe noch was für euch am Schluss geplant. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Und mit diesem McWork-Ende plus mit diesem mit dem, was ich noch am Schluss geplant habe für euch, verabschiede ich mich für dieses LP. Bis dahin, Servus!